Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade: Senua's Sacrifice. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind endlich in Helheim. Wir gucken uns jetzt hier mal um. Das sieht ja alles ein bisschen besonders aus. Hier geht's schon mal nicht lang, würde ich sagen. Andere Seite? Ich denke ja, oder? Weil hier ist ja nicht kaputt. So, wir lassen uns mal wieder nicht stören von Lex oder ähnlichem. Wie gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich weiß, mich stört es auch, dass ich so Qualitätsprobleme habe im Spiel, aber das Spiel und ich, es soll halt einfach nicht sein, aber ich habe das Spiel angefangen mit euch, also werde ich es auch mit euch beenden. So, ist hier irgendwas, oder? Okay, also ab durch die nächste Tür. A great beast guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How will you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadow? They can't stop me. Then do it. Okay, ich soll im Licht bleiben. Das ist natürlich schwierig, weil da ist kein Licht. Also rennen wir einfach. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Gut, die Tür ist verschlossen. Da geht's auch lang. Die Frage ist, wir sollen bestimmt eigentlich erst da geradeaus. Ich würde da auch gern gucken, aber was ist, wenn ich sterbe? Ah. Oh, und dann muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Okay. Also wir... keine Experimente. Einfach geradeaus. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. It's me, Senua. So loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, they won't be with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen to them. Do you see them? Do you see their faces? He's coming! Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Where has she gone? She's disappeared again. She
shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Zinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Ich würde jetzt gern da lang gehen, wo ich gerade nicht lang gehen konnte. Hör mal zu. Wir haben ja jetzt Licht. Eigentlich dürfte uns ja jetzt nichts passieren. Oh, das ist ja mal wieder nicht hergekommen. Ein Labyrinth, oh nein. Oh, aber jetzt bin ich hinter der Tür, aber ich kann es trotzdem nicht aufmachen, weil es verschlossen ist. Verschlossen. Okay, Labyrinth. Mal wieder. Sieht aus wie Abgrund. Aber unten ist Licht. Wieder hier. Nach unten oder nach oben? Ich fange mal unten an. She'll have to go on. She has to. She can't. The torch will come out. Don't let the torch go out. She has to. She can't do it. The light's gone out. Run. Run. Get through it as quick as you can. The panic is here. What was that? Okay. Ich hoffe, das lohnt sich. Bin ich hier direkt beim Boss? She's stuck. She hasn't found the rooms. Ah, okay, die erste Rune ist aber in der Nähe. Hier nicht mehr. Warte mal. Ich dann hier erstmal oben aufmache. Ich kann ja wieder hier runter gehen. Auf jeden Fall war die erste Rune da unten irgendwo. Wartet mal, kann ich mir eine neue Fackel jetzt holen? Oh, yes. Okay. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht den falschen Weg zuerst genommen habe, weil ich habe keine Fackel mehr. Was ist das hier? Ja, cool. Take it. See. See. The room.
Noch mehr Sachen erleuchten. Die Rune muss hier irgendwo sein. Ist sie stärker oder schwächer? Ach, da, ich sehe es. Wieso die Rune? Ich will die andere. Warum fokussiert sie das nicht? Das war ja. Okay. Egal. Gut, Yama fertig. Gehen wir jetzt wieder hoch. Jetzt haben wir auch wieder eine Fackel. Oh, da ist ein Runenstein. Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian go in search of Fafnir. Erste Rune gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach oben. Meine Fackel geht wieder aus. Echt jetzt? Warum? Darkness will come again. Warum sollte die ausgehen? In dem Runen, der Rune näher. Hier ist weniger. Warte, das muss ja dann hier irgendwo sein. Ach, hier. Da. Da. Da ist ein P. Seht ihr das? Ja, wird mir nochmal Licht. Ja.
der Winkel scheint nicht zu stimmen. Ach, der Schatten. Immer den. She has it. She did it. She's done it. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Was muss ich da jetzt noch hier weiter? Imprisoned in her room at night. Okay, ich kann die Tür. The faces in the dark, coming through the walls. She wants everyone could see them. That's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster. Bin ich hier? Da bin ich hergekommen. Was ist das? Da waren wir noch nicht. Warum? She's lighting the torch. It's not gonna help her. She's lighting the torch. Ist eine Blutspur. Do you think you can keep away from the shadow? Ich hänge, hallo. Okay. Ah, jetzt ist das. Hier war doch gerade noch ein Tor davor. Oder? Ich verstehe noch nicht gerade. Eben wurde gesagt, ich habe kein Schwert. Jetzt hatte ich ja doch eins. Wo soll ich hier hingehen? Ach, da. Did you see her die? I don't remember. I was only five. They told me she escaped the darkness. That she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Was ich gerade sagen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob uns auf dem Weg zur Tür noch was passiert. Aber... wir haben ja schon wieder unser Folgenende erreicht. Deswegen würde ich vielleicht jetzt hier für heute Schluss machen und dann sehen wir uns morgen wieder und gehen zur Tür und öffnen diese, hoffentlich. ja, dann bedanke ich mich aber fürs Zuschauen heute und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und bis dahin sage ich, macht's gut und schönen Tag noch.